Willkommen zum Tutorial für den Knusper-Obstsalat. Die Zutaten: knusprige Vollkorn-Haferflockenkissen, dunkle Trauben, Äpfel, Bananen, etwas Orangensaft und Honig. Gebt zunächst erstmal euer Obst in eine Schüssel. Das heißt die Trauben, Äpfel und Bananenstücke bzw. Scheiben. Und rührt diese kurz einmal durch. Als Dressing für den Obstsalat gebt ihr einfach euren Orangensaft über die Fruchtstücke. Na, ich glaube, ich brauche gar nicht so viel. Ich schreibe euch die richtige Menge auf. Und ein wenig Honig. Beides mischt ihr großzügig und vorsichtig unter die Fruchtstücke, ohne die zu zerstören oder zu zerdrücken. So, das mache ich gleich noch ordentlich. Einmal durcheinander rühren. Damit der Obstsalat jetzt noch knusprig wird, gebt ihr zuletzt und kurz vor dem Servieren, damit sie nicht matschig werden, eure Knusper-Vollkorn-Haferkissen dazu. Und auch diese rührt ihr natürlich vorsichtig unter das Obst. Gebt euren Knusper-Obstsalat anschließend in ein Gläschen oder gläsernes Schälchen, damit man auch schön die frischen Zutaten erkennen kann. Pardon, und gebt einfach nach Belieben noch ein wenig vom Orangensaft oder dem Honig darüber. Ich mache hier mal noch ein bisschen weiter, wünsche euch schon mal viel Spaß und guten Appetit.